Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Es ist wieder Zeit für das Monatsorakel für die Liebe. Und da ist es egal, ob du einen Partner hast, ob du Single bist, ob du einen Wunschpartner hast. Wir schauen uns hier die Monatstendenz an. Ich sage extra dazu, das ist eine Tendenz, das ist auch ein allgemeines Orakel. Und es muss nicht zu 100% auf dich zutreffen. Wenn du für dich eine Legung möchtest, kannst du das gerne buchen. Wenn du das nicht möchtest, dann solltest du dich damit zufrieden geben, dass diese allgemeine Legung eben verallgemeinert wird und nicht so ins Detail gehen kann wie in einer privaten Beratung. Du hast die Möglichkeit, dich für eine dieser drei Kartenstapeln oder für einen dieser drei Engel zu entscheiden. Wie immer, wenn du Zeit brauchst, einfach das Video anhalten. Die Karten, mit denen ich arbeite, sind heute mal die Tarotkarten für die Liebe. Das sind meine eigenen Tarotkarten. Dann arbeite ich mit den Sibylla-Orakelkarten. Dann habe ich noch eine Botschaft aus dem Engel der Liebe-Orakel gezogen. Dann meine Lieblingskarten für die Liebe, aus dem Kartendeck eine Botschaft, weil ich dich liebe. Und dann habe ich noch eine Krafttierbotschaft gezogen, welches Krafttier dich auf dem Bereich der Liebe im Juli begleiten wird. Ja, jetzt starten wir los. Ich beginne gleich mit der linken äußeren Seite und schaue mir mal das Hauptthema im Juli an. Und da haben wir das Rad des Schicksals und hier sieht man schon, es geht auf und ab. Also ein ständiges Auf und Ab, ein Hin und Her. Das ist natürlich in der Liebe gang und gäbe. Ja, es kann nicht immer bergauf gehen, es kann auch nicht, Gott sei Dank, immer nur bergab gehen. Es ist in der Liebe für dich im Juli quasi so ein, ja, einmal geht's rauf, dann geht's wieder runter. Also schon ein, würde ich sagen, emotional anstrengender Monat. Ja, weil immer das Hin und Her, das Rauf und Runter ist natürlich auch auf der emotionalen Ebene nicht immer lustig und toll. Aber das ist hier so das Hauptthema, um das es also bei dir in deinem Liebesleben gehen wird. Da ist es vollkommen egal, ob mit Partner, mit Wunschpartner oder ob du Single bist, kann es sein, dass du vielleicht mal jemanden kennenlernen wirst, dann wird sich der Kontakt wieder, wird der Kontakt wieder beendet. Also so ein Auf und Ab wird es im Juli für dich womöglich geben, wenn du durch dieses Orakel eine Botschaft bekommen sollst. Schauen wir uns jetzt die näheren Hinweise an aus den Sibylla-Orakelkarten. Und da haben wir die Widrigkeit. Dann haben wir noch eine braunhaarige Frau. Das kann natürlich, muss nicht immer braunhaarig jetzt sein. In der privaten Beratung ist es das schon. Aber wir haben ja eine allgemeine Beratung. Da kann das auch ein Mann sein, eine hellhaarige Frau, ja, wer auch immer. Und dann haben wir noch das Vergnügen. Also mit der Widrigkeit. Schaue ich mir da gerne mal das Bild an und da sieht man schon, wie die beiden, wenn man den Gesichtsausdruck ansieht, merkt man irgendwie schon, dass die beiden nicht fröhlich einander gestimmt sind. Ja, wenn man hier jetzt so dieses Bild ansieht, ich hoffe, ihr könnt das so erkennen. Und da haben wir eben die Widrigkeit und die Vergnügen. Und in der Mitte haben wir eben diese eine Person. Entweder bist du hier diese Person, die vielleicht hier auch ein bisschen ja angewidert ist unter Anführungszeichen, das würde eben hier auch sehr gut, weil wir haben hier die Widrigkeit und das Vergnügen, ja. Und da geht's, sind hier schon Gegensätzlichkeiten und das passt dann eben hier sehr, sehr gut zur Karte auf und ab, ja. Also entweder bist du hier die Dame oder der Herr in der Mitte, der hier zwischen diesen beiden ja, Aktionen sozusagen steht, oder das ist jede andere Person. Das kann auch vielleicht dein Gegenüber sein oder wenn du Single bist, dass das eben jemand ist, den du kennenlernen wirst,
Ja, und da geht es hier schon darum, bekomme ich jetzt auch intuitiv rein, alleine wenn ich diese Karte mit hinzunehme, dass es hier schon ein Auf und Ab gibt. Vor allem, auf der einen Seite möchte man die Vergnügen, auf der anderen Seite passt es doch nicht zurecht. Das wird meines Erachtens ja für dich hier wirklich ein emotional anstrengender Monat. Ja, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Vielleicht ist das hier auch, wenn du einen Wunschpartner hast, die Partnerin deines Gegenübers zum Beispiel. Ja, also diese Person kannst sowohl du sein oder auch jede andere Person. Und da geht es hier wirklich auch darum, um das Auf und Ab. Es wird zwar immer wieder auch Vergnügen geben und auch schöne Zeiten geben, das ist natürlich dann das Auf, aber wie es im Leben oft so spielt, kann es dann auch wieder bergab gehen. Also hier wird es wirklich ein emotional anstrengend, aber ich sage mal so, das ist mit Sicherheit nicht umsonst, kommt das hier nicht umsonst zum Liegen, ja? Und aus solchen Situationen lernt man ja auch, das ist ja auch das Gute dran, auch wenn das Auf und Ab nicht immer lustig ist, aber es möchte dir ja auch hier etwas zeigen, ja? Und man kann oder sollte hier diese Situation sowieso annehmen, wie es ist, ja? Nehmen wir noch die Engelbotschaft hinzu. Und da haben wir Past-Life-Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Also das kann jetzt natürlich bedeuten, dass ihr euch aus einem früheren Leben schon kennt oder dass Situationen, die im Juli kommen werden, ja, diese Auf- und Ab-Situationen, mal so, dass du das schon kennst, ja, dass du sagst, okay, jetzt geht's wieder bergauf. Zum Beispiel jetzt der Wunschpartner meldet sich, dann zieht er sich wieder zurück. Okay, das hatten wir ja schon ein paar Mal, ja. Also solche Situationen. Es kann, wie gesagt, sein, dass wenn du einen Wunschpartner hast oder einen Partner hast, dass ihr eben euch schon von früher kennt oder ganz einfach, dass gewisse Situationen, vor allem hier die Auf- und Ab-Situationen im Juli, dass du die schon von früher kennst, ja, weil du mit deinem Gegenüber zum Beispiel jetzt schon ein paar Mal in der Vergangenheit in genau dieser Situation warst. Ja, also das ist natürlich auch möglich. Es kann natürlich sein, dass das hier gar nicht auf dich zutrifft oder dass das erst im Juli zum Vorschein kommt oder dass du diese Karten ganz anders deuten würdest für dich und deine Situation. Ja, ich verallgemeinere ja nur diese Legungen. Ich kann hier so nicht ins Detail gehen, weil ich ja eben dich und deine Situation nicht kenne. Jetzt möchte ich gerne hier noch eine Affirmationsbotschaft vorlesen für alle, die einen Wunschpartner haben oder in einer Partnerschaft sind, nämlich, weil ich dich liebe, bin ich bereit, jeden Weg mit dir zu gehen, wenn er dem Leben und der Liebe dient. Und das passt sehr, sehr gut zur Karte Auf und Ab. Man ist bereit, diesen Weg zu gehen, wenn er dem Leben und der Liebe dient. Und auch solche Auf- und Ab-Situationen können dienlich sein für die Weiterentwicklung, auch wenn es für uns persönlich nicht immer lustig und spaßig ist. Ja? Aber hier wirst du auch aufgefordert, den Weg zu gehen, weil es hier dem Leben und der Liebe dient, auch wenn es vielleicht wirklich blöd klingen mag. Aber solche Situationen sind ja nicht, kommen ja nicht einfach ohne Grund. Und vielleicht nimmst du genau diese Botschaft mit, vielleicht hältst du kurz auf Stopp, um dir diese Botschaft nochmal selber durchzulesen, ja, mit dieser Botschaft vielleicht auch etwas also mitnehmen und anfangen können im Monat Juli. Vielleicht kannst du jetzt nichts damit anfangen und nimmst dir dann im Laufe des Julis, rufst du wieder dieses Video auf und liest dir das nochmal durch, ja? Je nachdem, wie hilfreich genau dieser Satz für dich sein mag. Auch wenn du vielleicht jetzt sagst, nee, kann ich gar nichts damit anfangen, vielleicht kommst du im Juli genau in so eine Situation, wo dir vielleicht genau dieser Satz hilfreich sein könnte. Also behalte diese Botschaft im Hinterkopf oder schreib sie dir auf, ja, das ist natürlich auch möglich. Jetzt schauen wir uns noch dein Krafttier an, welches Krafttier dich genau auf diesem Weg im Juli begleiten wird. Und da haben wir den Falken für die Schnelligkeit,
Ja, vielleicht möchtest du vieles schnell erledigt haben oder erledigt wissen, ja, oder möchtest diesen Weg hier quasi des Ups vielleicht, wenn es bergab geht sozusagen, schnell erledigt haben, ja, damit es wieder bergauf geht, ist natürlich auch möglich, aber dein Krafttier für die Liebe und für genau für diese Situation, die ich jetzt eben beschrieben habe, steht dir der Falke in diesem Monat zur Seite. Das ist eben hier dein Krafttier. So, das wäre jetzt mal die erste Seite oder das erste Orakel sozusagen. Jetzt schauen wir uns die Mitte an. Und da haben wir als Hauptthema die große Liebe. Okay, da brauche ich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Das ist die Karte 6 im Tarot, die Liebenden. Braucht man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Dann haben wir die Karten Reise. Vielleicht planst du mit deiner großen Liebe eine Reise. Jetzt haben wir ja die Reisezeit sozusagen, ist natürlich möglich. Dann haben wir den Sieg, auch interessant. Und wir haben noch die Zärtlichkeit. Das wird für alle, die sich für diese Seite quasi entschieden haben, ein sehr schöner Monat in der Liebe. Kann aber auch nicht sein. Ja, es ist ein allgemeines Orakel. Dein Gegenüber, egal ob Partner oder Wunschpartner, ist deine große Liebe. Vielleicht macht ihr eine Reise. Da wirst du auf jeden Fall Erfolg haben. Das sagt dir hier die Karte Sieg. Ja, Erfolg hier auch in der Liebe. Und es wird sehr viele Zärtlichkeiten geben. Vielleicht, wenn du jetzt einen Partner hast, verreist du mit deinem Partner, ihr werdet Zärtlichkeiten austauschen, Erfolg wird diese Partnerschaft haben. Und wenn du vielleicht einen Wunschpartner hast, kann es schon sein, dass es vielleicht in eine Partnerschaft gehen könnte. Ja, dass hier Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, dass hier Erfolg ist. Vielleicht lädt dich dein Wunschpartner auf einen Kurztrip ein, ja, einen Wochenendausflug. Das muss nicht immer eine weite Reise sein, ja, wo man sich näher kommt. Das ist möglich. Wenn du Single bist, kann es sein, dass du auf einer Reise die große Liebe kennenlernen wirst und da wird der Erfolg in der Liebe quasi kommt mit dieser Reise. Ja, kann aber auch hier nur ein Wochenendausflug sein, ein Tagesausflug sein. Wenn du sagst, jetzt am Wochenende zum Beispiel fahre ich ins Schwimmbad, ja, dass das wirklich ein Tagesausflug ist und dass du hier deine große Liebe kennenlernen wirst. Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Seite. Da bin ich sehr gespannt, was ihr mir dazu berichten werdet. Also das ist, verspricht hier wirklich von Erfolg. Dann haben wir die Engelsbotschaft. Sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Na, wer sagt's denn? Das passt sehr gut genau zu diesen Karten, die ich eben jetzt aufgedeckt habe. Und hier geht es auch wieder darum, sich näher kennenzulernen, miteinander zu sprechen, sich Zeit nehmen füreinander, vielleicht auf einem Wochenendausflug. Ja, wenn du Single bist, hier nochmal die Bestätigung, dass es gut möglich ist, dass du im Juli deine große Liebe kennenlernen wirst. Wenn du schon lange vielleicht von deinem Wunschpartner nichts mehr gehört hast, ist der Juli oder verspricht der Juli zumindest, dass ihr euch wieder näher kommen werdet, dass Kontakte zustande kommen werden. Ja, zwar nicht für alle, ich würde es wirklich allen wünschen, aber es ist unrealistisch zu glauben, dass das wirklich auf alle zutreffen wird. Aber für alle, die hier eine Botschaft bekommen sollen, sieht es sehr, sehr gut aus. Also da könnt ihr euch schon mal freuen. Schauen wir uns die nächste Botschaft an. Weil ich dich liebe, überprüfe ich mich selbst. Sehe ich wirklich dich oder meine Fantasien über dich? Und diese Botschaft, diese liebe ich. Denn viele, viele Menschen sehen alles durch die rosarote Brille. Sie erschaffen sich hier quasi eine Traumperson, ohne zu schauen, ob man jetzt wirklich diese Person als Person mit Fehlern erkennt. Denn jede Person hat Fehler. Auch wenn viele glauben, sie sind fehlerfrei, solche Personen gibt es nicht. Jeder
macht Fehler und das ist natürlich, das ist menschlich. Und hier geht es darum zu schauen oder zu überprüfen, ob du wirklich diese Person, deinen Gegenüber, als Person mit Fehlern, mit Macken wahrnimmst oder nur die Fantasie, die du dir über diese Person erschaffen hast. Ja, da stellt man Personen auf einen Podest, ja, und überprüft nicht, was man überhaupt sieht, ob man alles nur durch die rosarote Brille sieht, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, wenn man in Orakeln sieht zum Beispiel negative Ereignisse, ja, dass hier zum Beispiel nicht das rauskommt, was man sich wünscht. Ja, dann springt man zum nächsten Orakel, weil da könnte ja zum Beispiel etwas Besseres sein, das ich mir vorstelle, das meiner Fantasie entspricht. Ja, und da geht es wirklich darum zu überprüfen, ob du wirklich realistisch das Ganze betrachtest, deine Liebesangelegenheit, oder ob du dir hier eine Fantasie zurechtgerückt hast über diese Person. Ja, das ist auch nichts Verwerfliches, das ist menschlich. Und aber es ist auch wichtig zu überprüfen, ob man hier jetzt die rosarote Brille aufhat oder eben nicht. Und wenn man sich dem bewusst ist, ja, kann man auch Erfolg in der Liebe haben, wenn man nicht alles durch die rosarote Brille sieht. Denn was passiert im Endeffekt, wenn man alles durch die rosarote Brille sieht? Die Gefahr, dass man hier enttäuscht wird, ist sehr, sehr groß. Aber die Gefahr, dass man eben weniger enttäuscht wird, ist weniger, wenn man es realistisch betrachtet. Ja, also das ist hier meine Meinung zu diesem Thema, weil das eben hier natürlich als Botschaft kommt. Das möchte natürlich auch hier etwas sagen. Und auch du bekommst jetzt dein Krafttier, welches Krafttier dich genau in dieser Situation begleiten wird. Und zwar haben wir den Vogel für das Seelenfeuer. Und das steht auch für Leidenschaft. Man brennt füreinander. Und das hatten wir ja hier mit der Zärtlichkeit. Ja? Man ist Feuer und Flamme füreinander. Ja? Also dein Krafttier wird der Vogel sein. So, das wäre jetzt hier mal die Mitte. Und dann schauen wir uns noch den letzten Stapel an. Achtung, so. Und hier haben wir als Hauptthema die magnetische Anziehung. Der Magier steht im Tarot für, wenn es jetzt um die Liebe geht, für magnetische Anziehungskraft, verzaubert sein. Ja, und hier, wenn du einen Wunschpartner oder einen Partner hast, besteht hier schon eine magnetische Anziehungskraft. Dann haben wir den Schreck. Bitte jetzt nicht erschrecken. Ja? Nehmen wir die nächsten Karten noch hinzu. Eine aufrichtige Freundin kann natürlich auch ein aufrichtiger Freund sein. Und dann haben wir noch eine zornige Frau kann natürlich ein zorniger Mann sein. Das kann jetzt natürlich, kann es sich um eine Dreiecksgeschichte handeln. Ja, dass du vielleicht einen Wunschpartner hast, der noch vergeben ist. Da wollen dir aber die Karten sagen, es ist eine magnetische Anziehungskraft da. Dann haben wir aber den Schreck. Vielleicht bekommst du einen Schreck in dem Sinne, in dem du vielleicht erfährst, dass dein Wunschpartner noch in einer Partnerschaft ist. Ja, oder es geht hier um andere Themen. Wir haben hier zwei Personen, eine aufrichtige Person und eine zornige Person. Ja, vielleicht hast du gerade mit einer Person Streit, vielleicht mit deinem Gegenüber, ja, dass diese zornige Person vielleicht du bist oder dein Gegenüber, dass es sich um Streitangelegenheiten handelt, aber die magnetische Anziehungskraft ist trotzdem da. Also ich bekomme hier stark rein, dass es sich hier um zwei Personen handelt. Die eine ist aufrichtig, die andere ist ein bisschen zornig, ja, also so das Gegenteil. Und dass hier schon mit dem Schreck vielleicht auch eine Streitsituation ist, weil vielleicht du gewisse Dinge anders siehst als dein Gegenüber. Ja, aber nichtsdestotrotz ist die magnetische Anziehungskraft da. Und da sagt man ja oft, das ist Hassliebe. Ja? Man kann nicht mit und auch nicht ohne einander. Und das kommt mir hier sehr, sehr stark rein. Also hier solltest du schon ein bisschen aufpassen. Streitsituationen können vorkommen. Vielleicht bist du Single und lernst hier vielleicht
eine aufrichtige Person kennen, dann vielleicht auch mal eine zornige Person, ja, oder du bist aufrichtig zu einer Person und erntest hier quasi das Gegenteil, ja, das ist natürlich auch möglich und das erschreckt dich ein bisschen, ja, aber nichtsdestotrotz ist die magnetische Anziehungskraft da und da gibt es wirklich diese Hassliebe, wo Menschen streiten wie die Kesselflicker und am Ende des Tages lieben sie sich trotzdem, ja, und das kommt mir hier so stark rein. Aber solche Situationen muss es halt auch im Leben geben. Es kann nicht immer alles rosarot und schön sein. Aber schön ist natürlich, dass man hier quasi eine Bestätigung bekommt, dass hier eine magnetische Anziehungskraft da ist, also dass man sich eigentlich schon leiden mag. So, dann haben wir noch die Engelsbotschaft. Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Vielleicht sprichst du mit deinem Gegenüber über diese magnetische Anziehungskraft, ja, und dass ihr dadurch vielleicht wieder beginnt zu streiten, weil dein Gegenüber vielleicht ein bisschen anders die Situation sieht, ja, aber am Ende des Tages habt ihr doch hier diese magnetische Anziehungskraft. Und hier eine wichtige Botschaft, dass es vielleicht, auch wenn es hier zu dem Schrecken kommt, zu einem Streit kommt, danach, wenn man quasi wieder ein bisschen distanzierter ist von dem Streit, ja, wenn man ein bisschen, wenn ein paar Stunden vergangen sind, dass man sich wieder hinsetzt und miteinander spricht. Ehrlich über die Gefühle, ehrlich, was einem erschreckt hat, was einem ein bisschen verletzt hat, ja, dass du das natürlich dann auch mitnimmst in den Juli, dass das eben dann sehr wichtig sein wird. Schauen wir uns hier noch deine Botschaft an, weil ich dich liebe. Und das bin ich jetzt gespannt, was da jetzt rauskommt. Denn hier haben wir eben hier diese Streitsituationen, diese Konflikte. Vergebe ich mir selbst immer wieder, dass du manchmal anders bist, als ich es gerne hätte. Ich komme in Frieden damit, dass ich dich manchmal mit einem Traum vergleiche und öffne mein Herz immer wieder neu für dich. Ja, passt das nicht gut zusammen? Vergebe ich mir selbst immer wieder, dass du manchmal anders bist, als ich gerne hätte. Und da haben wir ja hier diese beiden Personen. Die eine Person ist aufrichtig, die andere ist ein bisschen zornig, ja. Und das hier auch annehmen, ja, dass dein Gegenüber manchmal anders ist, als man sich das wünscht. Und dass man eben auch Frieden damit schließt und auch bewusst wird, dass man gewisse Dinge mit einem Traum vergleicht, ja. In einer Partnerschaft, egal ob jetzt mit Wunschpartner oder Partner, entstehen Konflikte. Das ist normal, denn jeder Mensch ist individuell und handelt nicht immer so, wie man selber gerne haben möchte. Und dann vergleicht man das oft mit einem Traum. Ja, der Traummann, die Traumbeziehung, ja. Jeder wünscht sich eine Traumbeziehung, aber wie es das Wort schon sagt, das ist ein Traum. Da muss man schlafen gehen und schauen, dass man hier davon träumt, aber in der Realität, ja, gibt es nun mal Konflikte in einer Partnerschaft. Es wäre verwunderlich, wenn es keine Konflikte gibt, denn das sagt mir, dass man sich eigentlich irgendwie egal ist, ja, wenn man sich mit gewissen Dingen nicht auseinandersetzt, ja. Und deswegen sollte man eben auch diese Situationen annehmen und vor allem öffne mein Herz immer wieder neu für dich. Also egal in welcher Situation, ja, auch nach einem Streit, miteinander sprechen, diese Dinge aus der Welt schaffen und das Herz immer wieder von neuem öffnen, sozusagen. Sehr interessante Botschaft. Dein Krafttier für genau diese Situation ist folgendes, nämlich der Luchs für das neue Bewusstsein. Vielleicht bekommst du eine neue oder steigst auf eine neue Bewusstseinsebene auf im Bereich Liebe, Partnerschaft. Ja, vielleicht werden dir hier gewisse Dinge bewusst und dazu steht der Luchs an deiner Seite. Sehr, sehr interessant dieser Monat. Da wünsche ich euch natürlich alles, alles Gute. Freue mich natürlich auf die nächsten Orakel und wünsche euch einen liebevollen und ja auch erfolgreichen Juli. Alles